Sehr geehrte Damen und Herren, die Digitalisierung unserer Förderprogramme ist das Ziel. Da sind wir uns alle einig. In der Praxis gibt es immer eine Vielzahl von Faktoren, die eine Entscheidung und die Umsetzung von gewünschten Maßnahmen beeinflussen. Technische Herausforderungen, die Beteiligung verschiedenster Akteure und der Faktor Zeit spielen immer eine Rolle. In diesem konkreten Fall, der die heutige Debatte ausgelöst hat, war das nicht anders. Es musste eine schnelle Lösung gefunden werden. Faktor Zeit. Es waren viele unterschiedliche Schulträger betroffen. Die Beteiligung verschiedenster Akteure und die derzeit digital verfügbaren und erprobbaren Wege, die einen gewissen Vorlauf benötigen. Die technischen Herausforderungen. All diese Faktoren haben hier eine Rolle gespielt. Und ich empfinde Verständnis für die Kommunen, die das gewählte Verfahren für aus der Zeit gefallen halten. Denn den kommunalen Spitzenverbänden wurde ein fairer, flächendeckender Verteilungsschlüssel vorgeschlagen, der die Schülerzahlen als Basis nahm. Die kommunalen Spitzenverbände plädierten jedoch für das Windhundverfahren, sehr zum Unmut jedoch auch vieler Kommunen und Schulträger. Diese Entscheidungen wurden von den Beteiligten trotz aller herausfordernden Faktoren in bester Absicht getroffen und führt am Ende dazu, dass demnächst fast 200 Millionen Euro in den Ausbau des Ganztages in Schleswig-Holstein investiert werden. Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfrage-Anmerkung des Kollegen Habersaat? Ich würde gerne fortführen. Vielen Dank. Stand heute geht das Vorhaben auch auf. Am 17. Juni 2024 trat die Richtlinie des Investitionsprogramms Ganztagsausbau in Kraft. Ab dem 1. Juli konnten die Antragsunterlagen abgerufen werden. Und seit dem 1.9. wurden 300 Anträge eingereicht, davon gut die Hälfte vollständig. Und heute sind die ersten 49 Anträge bereits beschieden, 4 Monate nach Veröffentlichung der Richtlinien im Amtsblatt. Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten danken, die dazu beigetragen haben. Fakt ist, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom letzten November zu den Grundsätzen der Jährigkeit und Jährlichkeit hatte auch Konsequenzen für unser vom Land für den Ausbau des Ganztages eingeplanten Mittel. Also sowohl die vom Land notwendige Kofinanzierung der Bundesmittel sowie die darüber hinaus weiteren 52,5 Millionen Euro, die das Land zusätzlich für den Ganztagsausbau zur Verfügung stellt. In den Richtlinien und in den FAQs der Investitionsbank wird daher ganz klar darauf hingewiesen, dass die Landesmittel nur für die Jahre 2024 und 2025 zur Verfügung stehen. Deshalb war ein schnelles Verfahren notwendig und eine Priorisierung. Auch dies wurde explizit so kommuniziert. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Aus dieser Gesamtlage ergibt sich die Notwendigkeit, in 2024 einen möglichst hohen Abfluss von Landesmitteln zu generieren. Daher werden Anträge, die genau dies ermöglichen, priorisiert. Bei der IBSH gibt es zudem hohe Sicherheitsstandards für digitale Verfahren, die eventuell für manche Schulträger kompliziert und komplex gewesen wäre. Auch hätte man viel mehr Zeit für die Ausschreibung benötigt, die man nicht hatte. Unter Berücksichtigung der eingangs genannten Faktoren Zeit, die Beteiligung verschiedenster Akteure und die technischen Herausforderungen war deshalb in diesem Fall zielführender und schneller, das Verfahren nicht digital, sondern analog bereitzustellen. Aber heute geht es ja nicht nur um dieses Programm, sondern vor allem um die Frage, wie wir allgemein zu vollständig digitalisierten Förderprogrammen kommen. Viele digitale Instrumente stehen bereits bereit, jedoch benötigen die immer einen gewissen zeitlichen Vorlauf. Aber die Landesregierung hat ja auch bereits über 50 Verfahren digital abgewickelt. Es gibt webbasierte Förderantragssysteme. Wir haben die Möglichkeit, auf bewährte Verfahren wie die OZG-Clouds zurückzuführen. Das Land erarbeitet aber bereits gemeinsam mit Dataport die Einführung eines integrierten Fördermittelmanagementsystems. Wir sind mitten im Ausschreibungsverfahren für dieses Projekt. Mit diesem neuen System wird der komplette Prozess vom Einreichen bis zum Abwickeln von Fördermittelanträgen vollends digital möglich. Und das ausgeschriebene Produkt wird zunächst in der Pilotphase, die in gut einem Jahr startet, hauptsächlich Förderprogramme des Wirtschaftsministeriums und der IBSH digitalisieren. Damit werden wir einen großen Teil der Förderprogramme des Landes abdecken können. Und dieses System wird es uns ermöglichen, digitale Fördermittelanträge schneller, transparenter und für alle Ressourcen nutzbar zu machen. Zum Abschluss
möchte ich trotz aller Widrigkeiten betonen, dass die Digitalisierung unserer Förderprogramme bereits im vollen Gange ist. In dem Sinne eint uns das Ziel, faire, transparente und digitale Verfahren zu ermöglichen. Wir stimmen daher Ihrem Antrag zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.